werde auf zu schreien hier gehören. Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es für euch ein Full Face Only Using Rewind Loop. Wenn euch das interessiert, dann bleibt jetzt einfach dran. So, dann wollen wir mal starten. Wie gesagt, ich habe mich jetzt für Full Face Rewind Loop entschieden und habe auch wirklich nur Rewind Loop genommen und nicht Rewind Loves Me. Und die einzige Palette, die ich von Rewind Loop habe, ist diese. Und die werden wir jetzt auch verwenden. Deswegen starten wir nämlich mit den Augen-Make-up. Als erstes starten wir mit der Eyeshadow Base von Rewind Loop. Die sieht so aus. Und die werden wir jetzt erstmal auf mein Gesicht geben. Also nicht auf mein Gesicht, auf meine Augenlider. Ich brauche meinen kleinen Spiegel. Es kann sein, dass ich noch ein bisschen Mascara da habe. Ich mache das jetzt einfach mal mit dem Finger. Weil ich gerade Mascara drauf hatte und die eben abgemacht habe. Nehme ich mal ein bisschen runter hier. So, also positiv anzumerken ist auf jeden Fall, dass die Eyeshadow Base eine Färbung hat und somit das Lid ein bisschen angleicht von den Farben. Das finde ich schon mal sehr gut. Und ja, mehr kann ich dazu ja noch nicht sagen. Dann nehme ich mir jetzt mal ein Pencil Brush. So, ich hatte meinen Color Changer vergessen. So, wir haben hier ja eine sehr bunte Palette und ich hatte mir jetzt gedacht, dass wir so einen kleinen Sonnenaufgang-Look schminken. Demnach gehe ich zuerst in diese Farbe hier. Und tupfe die erstmal nur dahin, wo sie hin soll. Blenden tue ich das dann später. Also die Farben sind auf jeden Fall sehr gut pigmentiert und für den Preis ist das echt unschlagbar. So, danach gehe ich in das Rötliche daneben, in das. Das blende ich quasi schon so ein bisschen. Aber nur ganz leicht. So, dann gehen wir in die nächste Farbe und zwar in dieses helle Orange. Da. Ja. Die helleren Farben sind nicht ganz so gut pigmentiert, aber naja, dafür sind es ja auch hellere Farben. So, und danach gehen wir jetzt mal in das Gelb. Gehen das hier vorne auf. Die Farben sind schon ein bisschen staubig, aber ja, was soll ich sagen? Ich kann es nur immer wieder erwähnen, diese Palette kostet oder hat so gut wie nichts gekostet. Und dann kann man sowas auch schon mal akzeptieren, finde ich. So, ich nehme mir jetzt einmal einen Blenderpinsel. Nehme ich hier mal den. Ich mache den kurz ein bisschen sauber. Blende dann nur hier über die obere Kante. Und an die seitliche Kante. Das gleiche auf der anderen Seite auch. Okay, jetzt bauen wir die Farben nochmal wieder auf. Wir starten wieder mit dem dunkelsten Orange. Und
Tupfen das in den Außenwinkel. Dann gehen wir in den rötlichen Ton. Geben das ziemlich genau an den Übergang. Dann kommt das hell-orange. Und in das Gelb. So, das Ganze blenden wir nochmal an der Kante. Ich möchte halt nur wirklich die oberste Kante ein bisschen ausblenden. Ich glaube, da reicht das schon. Viel mehr möchte ich gar nicht ausblenden. Noch nicht. Ich zeige euch einmal, wie viel Vorlaut es gab. Also hier gibt es ein bisschen Vorlaut und da gibt es ein bisschen Vorlaut. Aber ich finde, das ist voll in Ordnung. Kickback hat die Palette auch in den Fändchen. Das zeige ich euch gleich. Aber deswegen habe ich die Base ja auch vorher gemacht. Quatsch, das Augen-Make-up vorher gemacht, um auch nochmal sicher zu gehen. Die Palette sieht jetzt so aus, nachdem ich sie benutzt habe. Also man sieht hier so ein paar Krümel überall rumfliegen. Aber ich werde mir die Palette auf jeden Fall immer wiederholen. Ist auf jeden Fall eine sehr große Empfehlung von mir. Lege ich jetzt erstmal beiseite. Wir machen jetzt erstmal weiter. Und zwar mit der Base. Und danach machen wir den unteren Wimpernkranz. Dann starten wir mit einem Primer. Ich habe hier den Illuminating Primer. Der soll mattieren, Fältchen kaschieren und Poren und ist ölfrei. Schauen wir doch mal. Wir verreiben das mal mit der Hand. Hat auf jeden Fall einen Eigengeruch. Ist aber zu ertragen. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass meine Haut das sehr schnell einzieht, reinzieht, aufsaugt. Ja, also die Flüssigkeit ist sehr, sehr schnell weg. Schauen wir mal. Aber ich würde sagen, er hat mich ein bisschen mattiert. Gut, werden wir ja sehen, wie das Ergebnis dann ist. Bis jetzt macht er einen ganz guten Eindruck. Also keinen super schlechten. Das Lustige ist, es ist ein Illuminating Primer, ne? Kann er denn illuminieren, also highlighten, ne? Also und gleichzeitig mattieren. Versteht ihr das? Ich nicht. Also ich finde, boah, der ist komplett weggezogen, ne? Aber ich finde, er hinterlässt so einen Glow. Würde ich jetzt mal behaupten. Also mattiert weiß ich jetzt nicht. Weiß nicht, wie das zusammen gehen soll. Entweder er ist illuminierend oder er ist mattierend. Aber beides stelle ich mir schwierig vor. Als Foundation nehmen wir hier den aus der LE, aus der Allrounder LE, den Miracle Skin Matcher. Und ich werde den heute, auch wenn ich das überhaupt nicht mag, werde ich ihn, glaube ich, mit meinen Händen einarbeiten. Wo ich sowas überhaupt nicht leiden kann. Das war ganz schön viel. Seht ihr, genau deswegen mag ich etwas nicht mit der Hand einarbeiten, weil du hast einfach überhaupt kein Gefühl mit der Hand. Und irgendwie riecht das wie Knetmasse. Ja, zu diesen, was auch immer das ist, hatte ich ja schon die ganze Zeit eine sehr zwiespältige Meinung. Mal gucken, ob die jetzt besser wird danach. Ich denke nämlich mal eher nicht. Aber ich muss sagen, es funktioniert schon viel besser, wenn man das mit der Hand einarbeitet. Aber ich bin halt echt der Gegner davon.
Ja, was mit der Hand einzuarbeiten. Ich finde das, mag das an den Händen nicht. Nur hier oben kann ich noch ein bisschen was vertragen. An der Nase geht auch immer was. Okay, den Rest klopfe ich jetzt mal ein mit den Schwamm. Okay, das soll jetzt erstmal so reichen. Übrigens habe ich mir keine Foundation geholt, weil ich kenne die Revival Loop Foundation. Die ist ja auch sehr gehypt, aber ich persönlich mag die nicht so gern. Also ich hatte sie tatsächlich und habe sie abgegeben. Und deswegen habe ich sie mir jetzt nicht nochmal gekauft. Muss ja auch nicht da. So, dann habe ich einmal den Liquid Camouflage Concealer. Genau, der sieht so aus. Den tragen wir jetzt unter den Augen auf. Und da, wo man halt so Concealer aufträgt, den habe ich genommen in der Farbe. Gibt ja im Moment keine Tester. 02, glaube ich. Könnte farblich fast ein Tick zu dunkel sein, aber wir werden sehen. Also für euch zur Info, der trocknet sehr schnell an. Ich habe hier gerade echt Probleme, den jetzt noch auszublenden. Also beeilt euch lieber damit. Alter. Ja, super. Ich ruiniere mir hier gerade alles. Ich muss den Schwamm ein bisschen nass machen. So, ich habe jetzt meinen Schwamm ein bisschen nass gemacht, in der Hoffnung, dass ich das jetzt etwas verteilen kann. Ich kann euch wirklich nur sagen, beeilt euch dabei, weil seht ihr das, ich kriege das schon gar nicht mehr richtig ausgeblendet hier. Okay, der trocknet sehr, sehr schnell. Und cool. Und dazu ist er dann auch noch ein bisschen zu dunkel. Oder die Foundation zu hell, wie auch immer man das sehen möchte. Naja, wir machen erstmal weiter. Und zwar habe ich mir auch ein Puder geholt von Revival Loop, und zwar das Natural Lift Compact Puder. Sieht so aus. Das habe ich in der Farbe 02 Ivory. Da ist übrigens auch so ein Spiegel und so ein Puffelding drin. Brauche ich aber nicht. Dann gehe ich als erstes in den Schwamm. Sonst hätte das unterm Auge und meine Nase, weil das das erste ist, was wieder ölt. So, dann brauche ich noch einen Pinsel. Ein Pinsel. Und jetzt hätte ich den Rest. So, am besten nehme ich jetzt nicht mehr so viel Puder. Als Puder macht einen sehr guten Eindruck. Würde ich jetzt mal behaupten. So, da unten ist mein Spiegel, deswegen gucke ich da mal hin. So, bevor ich jetzt mit dem Gesicht weitermache, mache ich jetzt erstmal mit meinen unteren Augen, mit meiner unteren Augenpartie weiter und gebe dort die Farben hin, die ich auch oben auf dem Lid habe. So. Also wie gesagt, wenn ihr die Palette noch irgendwo kriegt, dann würde ich mir die holen. Ich finde die nämlich richtig gut. Ich kann die auf jeden Fall jeden von euch empfehlen. So, weiter geht's mit Bronzer.
Bronzer habe ich hier diesen. Das ist das Bronzing Powder einfach in der Farbe Golden Sunset. Dann gehe ich hier in das Produkt rein. Also der gibt nicht so viel Farbe abgefüllt. Da muss man auf jeden Fall ein bisschen schichten, wenn man das sehen will. Das soll es jetzt auch erstmal gewesen sein. Mit dem Bronzer bin ich nicht ganz so zufrieden. Ich finde halt, man sieht nicht so wirklich viel davon und ja, weiß ich nicht. Ist doof. So, dann habe ich hier ein Blush und zwar in der Farbe Hibiskus. Das ist das Rouge Powder. So, sieht so aus. Da gehe ich jetzt rein. Das ist natürlich wieder mehr pigmentiert. War ja klar. Das reicht mir jetzt schon. So, bei Highlighter habe ich nur diesen Highlighter-Stick, den ich auch in der LE hatte. Versuchen wir jetzt mal den zu nehmen, ohne dass er mir alles abträgt jetzt. Weil ich habe natürlich schon gesettet. Ich kann es nur noch mal wiederholen, dieser Highlighter ist auf jeden Fall nichts für Leute, die heller sind als ich, weil der sonst zu dunkel wäre. Jetzt machen wir erstmal meine Augenbrauen, weil das stört mich, dass die jetzt nicht gemacht sind. Und dann nehme ich den Allrounder 3-in-1 Eyebrow Stylist. Ich wollte nochmal ein Stück runter suchen. Und starte mit dem Stift. Das ist so ein Dreieckstift und ich brauche mein Spoolie. Diesen Stift mag ich sehr gerne, das habe ich euch ja auch schon gesagt, als ich die Limited Edition getestet habe. Ich werde jetzt aber das Puder nicht verwenden, sondern jetzt nur noch das Gel. Okay, man hätte die Augenbrauen vielleicht auch vorher machen sollen. Tja, ist halt so. So, Eyeliner habe ich drei Stück aus der LE. Da habe ich einmal blau, grün und lila. Ich glaube, ich nehme grün, weil das am wenigsten auffällig ist, weil ich habe nämlich kein Schwarz. Ich glaube, der Eyeliner ist schon bald trocken, weil ich den schon ein paar Mal benutzt habe. Und ich denke, der kommt nicht so gut damit klar, über Lidschatten aufgetragen zu werden. Okay, das sieht jetzt echt ein bisschen doof aus, weil ich halt keinen guten Eyeliner mehr damit ziehen konnte. Weil, seht ihr, also es wird schon immer schwächer hier. Ist halt echt anstrengend. Ich glaube, ich muss sie aussortieren, weil ich kann damit halt nicht mehr ordentlich irgendwas ziehen.
Und es ist richtig viel Arbeit, da Farbe noch rauszukriegen. Das ist ein bisschen enttäuschend, weil ich glaube, ich habe den, wenn man mal überlegt, so 6 Mal, wenn es hochkommt, benutzt. Und ich finde, ein Eyeliner sollte definitiv länger halten als 6 Mal. Wie dem auch sei, wir machen jetzt weiter mit Mascara. Mascara hätte ich auch grüne, aber die nehmen wir jetzt mal nicht. Wir nehmen jetzt mal die normale Mascara, also normal in Anführungsstrichen, auch die aus der Limited Edition, die die obere für obere Wimpern hat und für untere. Also ich finde, die Mascara ist okay, aber sie macht jetzt auch nicht so viel für meine Wimpern, weil meine ja sehr kurz sind. Ich mache jetzt noch eine zweite Schicht drüber. Kann mich auch noch ein Stück runterholen. Ich glaube, ich packe noch eine dritte Schicht drüber. Also wie gesagt, die Mascara ist okay, aber für meine Wimpern tut sie jetzt nicht so viel. Und dann nehmen wir jetzt einmal die für die unteren Wimpern. Das ist das, was ich wirklich gut finde, dass da eine kleinere Bürste für die unteren Wimpern bei ist. Das ist durchaus praktisch. Und damit lassen sich auch richtig gut die unteren Wimpern tuschen. Und vor allen Dingen auch hier die inneren kleinen Wimpern, die man hier im Innenwinkel so hat. Das geht damit auch sehr gut. Ja, ich bin talentiert. Ja, soweit dazu. Das Geschmiere mache ich gleich mal weg. Ich habe Fixing Spray vergessen. Ist jetzt natürlich doof nach der Mascara, aber gut. Normalerweise mache ich das vor der Mascara. Ich muss aber sagen, das hat einen sehr angenehmen Sprühnebel. Das macht einen sehr guten Eindruck für langanhaltendes Make-up. Soll halt nur das Make-up haltbar machen. So, und für die Lippen nehmen wir jetzt mal diesen Lipstick. Der war auch aus einer Limited Edition. Das ist so ein Nude. Ist die Farbe 2. Oh. Ich habe meinen ganzen Spiegel vollgeschmiert. So. Ich finde solche Formen immer etwas schwierig zum Auftragen, um ehrlich zu sein. Aber wir haben es hinbekommen. Und das Beste ist, es schließt magnetisch. Für Revival Look schon gar nicht schlecht. Ja, ich mache mich jetzt nochmal sauber und dann zeige ich euch jetzt gleich mal das Endergebnis. So, das ist auf jeden Fall mein fertiges Ergebnis. Ja, die Augenbrauen sind jetzt. Ich muss sie mal wieder zupfen. Aber das ist auf jeden Fall mein Ergebnis. Und wir gehen jetzt mal Stück für Stück dadurch. Fangen wir mal an mit dem Bronzer. Der ist mir definitiv nicht genug und deswegen sortiere ich ihn auch direkt wieder aus, weil ich brauche keine Produkte, die mich nicht überzeugen. So, dann haben wir hier einmal den Lipstick. Den finde ich sehr gut. Ja, bis auf den Auftrag, aber das kann man ja sonst auch mit einem Pinsel machen. Aber das finde ich auf jeden Fall sehr gut und sehr hochwertig und das bleibt auf jeden Fall in meiner Sammlung. Diese Liquid Lipstick aus der Ellie auch, den hätte ich nämlich auch noch zur Auswahl gehabt. Dann haben wir hier den Augenbrauenstift. Ja, ich glaube, ich werde ihn aussortieren, aber nur, weil es irgendwie nicht meine Farbe ist. Irgendwie passt die Farbe nicht so zu mir, die ist ein bisschen zu dunkel, deswegen werde ich das aussortieren.
Dann haben wir hier die Mascara, die ja, macht ein ganz gutes Ergebnis, aber haut mich jetzt nicht um. Behalte ich aber trotzdem, weil ich das Wimpernbürstchen für den unteren Wimpernkranz sehr gut finde und deswegen bleibt die bei mir. Ja, die Mascara habe ich ja noch nicht benutzt. Dann haben wir hier diese drei Liquid Eyeliner. Da müssen wir mal schauen, ob die ausgetrocknet sind oder nicht. Wenn ja, müssen sie gehen. Also der grüne geht auf jeden Fall schon mal, weil mit dem konnte ich schon nicht mehr arbeiten. Aber die zwei bleiben dann noch. Das Rouge von Revival finde ich ganz gut. Ist relativ neutral, aber ja, ist okay, bleibt. Genauso das Puder, das finde ich auch ganz gut und das wird auch bei mir bleiben. Das Fixing Spray hat einen sehr schönen Nebel, also der gefiel mir richtig gut und deswegen bleibt es auf jeden Fall auch. Dann haben wir hier den Highlighter und Blush Stick. Die Farben passen zwar zu mir, aber ich greife nie zu solchen Sticks. Jedenfalls nicht, wenn die zwei Funktionen haben. Also der hat ja Highlighter und Blush. Deswegen werde ich den auch aussortieren. Die Allrounder Miracle Skin Matcha Dings. Ich habe ihr jetzt noch mal eine Chance gegeben und sie hat mich wieder nicht überzeugt, weil ich musste sie mit den Händen auftragen. Jetzt vom Finish ist sie gerade recht schön, aber es nervt mich, dass ich das mit den Händen auftragen muss. Deswegen sortiere ich das auch aus. Dann haben wir hier den Liquid Camouflage Concealer. Der, ja, habt ihr ja gesehen, der trocknet sehr, sehr schnell und das finde ich nicht gut und ich finde das anstrengend, wenn Concealer so kompliziert sind, deswegen sortiere ich den auch direkt wieder aus. Die Color Splash Palette bleibt auf jeden Fall. Ich bin mehr als überzeugt von dieser Qualität, für diesen Preis vor allen Dingen. Ich habe ja schon mal einen Look damit geschminkt und jetzt den zweiten und sie sind beide sehr schön geworden und die Farben lassen sich gut ausblenden und sind auch gut pigmentiert und deswegen werde ich das auf jeden Fall behalten. Genauso wie dem Illuminating Primer, der macht auch einen sehr guten Eindruck. Den werde ich noch weiter testen. Und die Eyeshadow Base werde ich auch noch weiter testen. Die macht bis jetzt auch einen recht guten Eindruck. Ja, ihr Lieben, das war's. Ich finde, man kann durchaus auch mal zu Revival greifen, weil die Qualität doch recht gut ist und ich jetzt mehr Probleme mit den Farben hatte als mit der Qualität. Also die Sachen, die ich aussortiert habe, die sind ja eher für mich vom Handling anstrengend, wie zum Beispiel der Concealer, der zu schnell trocknet, oder die Skin Perfection irgendwas Creme, die ich halt per Hand aufgeben müsste, was ich nicht mag. Und halt von den Farben sind die Dinge nicht passend, die ich hier jetzt aussortiert habe. Aber qualitativ kann man da echt nichts zu sagen. Und ja, mein Go für Revival habt ihr auf jeden Fall. Und in diesem Video könnt ihr auch noch was gewinnen. So, zu gewinnen könnt ihr dieses kleine Paket, da habe ich euch ein bisschen was reingetan. Einmal eine Probe hier für Cool Akut, einmal Sebamed, ein Eyeliner von Love, ein Augenbrauenstift von Essence, ein Nagellack von Revival, Oil Control Paper von Essence, eine Parfümprobe von J'adore, dann ein Metal Matte, irgendwas für die Lippen ist das, glaube ich, ja, so ein Lippenpowder, eine Miniprobe von der Dior Foundation, einmal blaue, wie heißt das? Wasserfarbe. Und ich tue euch noch mit rein den Bronzer, den ich eben ja schon aussortiert habe von Revival. Und den Miracle Skin Matcher. Was müsst ihr dafür tun, um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen? Ihr müsst natürlich sichtbar Abonnent meines Kanals sein. Und achtet bitte darauf, dass ihr wirklich sichtbar seid, weil ich werde nicht mehr daran erinnern jetzt, wenn irgendwas fehlt. Wie gesagt,
Abonnent meines Kanals sein, einen Daumen nach oben hinterlassen für das Video und schreibt mir auch gerne einen Kommentar, in den ihr auch euren Instagram-Namen schreiben könnt, wenn sofern ihr Instagram habt. Und den Hashtag RevivalLoop. Ja, und ich los dann wieder in 2 Wochen aus, wie ich das eigentlich immer mache. Und ja, schreibt euch dann an. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Folgt mir auch gerne auf meinen Social-Media-Kanälen. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss.